Heute geht es um eine altbekannte Substanz in der Glyphsmedizin und überhaupt um das Vitamin C. Hallo, mein Name ist Dr. Reinhard Probst. Ich habe eine Praxis in München und verbinde Schulmedizin mit Naturheilkunde im weitesten Sinne und setze Natursubstanzen ein. Einer der ersten Forscher, der Nobelpreisträger Linus Pauling, hat das Vitamin C in der Glyphstherapie propagiert. Selber hat er hohe Mengen Vitamin C oral eingenommen, also 15 Gramm angeblich, was schon erstaunlich ist. Vitamin C wird nämlich vom Darm nicht einfach so resorbiert, sondern es gibt aktive Transporter. Wenn diese Transporter überlastet sind, zieht das Vitamin C, das nicht resorbiert wird, Wasser in den Darm und der Patient kriegt einfach Durchfall. Normalerweise liegt diese Schwelle bei 2 Gramm. Der chinesischen Wissenschaftlerin Ji Chen gelang ein Durchbruch im Verständnis der Wirkungsweise von Vitamin C auf Krebszellen. Sie erkannte nämlich, dass in einer komplexen Reaktion, die man Chenten-Reaktion nennt und die mit Eisen reagiert, freie Radikale entstehen, und zwar das sogenannte Wasserstoffperoxid oder Superoxid. Diese Substanz, die chemisch H2O2 ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr instabil ist und ein Sauerstoffatom frei wird, ein freies Radikal, und dann zum Beispiel Krebszellen an allen möglichen Stellen angreift. Dieser Effekt tritt aber nur ab einer bestimmten Dosis auf. Die Dosis würde pro Tag ungefähr bei 10 Gramm liegen. Aber 10 Gramm oral kann man in der Regel eben nicht aufnehmen. Wir müssen nun also unterscheiden zwischen dem antioxidativen Effekt in niedriger Dosierung und einem sogenannten prooxidativen Effekt, das heißt, Sauerstoffionen werden jetzt frei, greifend Krebszellen an in einer hohen Dosierung. Das Erstaunliche wiederum ist, dass hochdosiertes Vitamin C die gesunden Zellen eben nicht schädigt, sondern isolierte Krebszellen. Dieser Mechanismus ist jetzt vollkommen anders als bei anderen Natursubstanzen. Nehmen wir an, Resveratrol, Kurkumin, ähnlich noch am ehesten dem von Artesunate, weil auch dort die Eisenionen eine Schlüsselrolle spielen. Ist es denn nun sinnvoll, Vitamin C oral zusätzlich einzunehmen? Das ist im weitesten Sinne unklar, weil Krebszellen auch Vitamin C zum Wachstum benötigen. Deswegen empfehle ich keine zusätzliche Einnahme von Vitamin C in oralen Dosierungen, sondern wenn, dann muss man schon in hohe Grammbereiche gehen, 30 Gramm, 45 Gramm, 60 Gramm, 80 Gramm. Wir haben sogar in der Praxis über 100 Gramm gegeben, um wirklich Krebszellen beeinflussen zu können. Mich hat eine Untersuchung stutzig gemacht, dass wenn man in einem Nährmedium das Vitamin C entzieht, dass dann Krebszellen eben nicht wachsen können. Deswegen rate ich persönlich nicht dazu, Vitamin C als Pulver oder irgendwie zu nehmen. In der hohen Dosierung kehrt sich aber der Effekt eben um. Aus der antioxidativen Wirkung wird die prooxidative Wirkung. Aus der Wirkung, Sauerstoffradikale einzufangen, wird die Wirkung, Sauerstoffradikale entstehen und greifen die Krebszelle an. Und das aber nur über Infusoren. Meine Erfahrung ist, dass die
Vitamin C-Therapie am besten wirksam ist, wenn man sie mit anderen Substanzen kombiniert, die komplett andere Effekte auf Krebszellen haben. Also Kurkumin, Ingwer, EGCG aus dem grünen Tee, Resveratrol. Diese wirken auf bestimmte Stoffwechselwege und haben nichts mit der Wirkung von Vitamin C zu tun. Ich sehe auch Effekte bei Erschöpfungssyndromen, vor allem wenn diese durch eine chronische Epstein-Barr-Virus-Infektion ausgelöst wird. Auch da empfiehlt sich, das Vitamin C in einer hohen Dosierung, aber immer auch als Infusion zu geben. Vitamin C ist eine der wichtigsten Substanzen in meiner Praxis bei Krebspatienten oder auch bei anderen Patienten, die unter Erschöpfung, chronischen Infekten und akuten Infekten leiden. Nicht wegzudenken, die Substanz ist billig, kann von jedem verwendet werden, das Risiko ist gering, die Verträglichkeit ist hoch. Und wir werden sehen, was die Forschung weiterbringt, wenn diese Schlüsselwege der Krebsentstehung und des Krebstodes besser verstanden werden, die sogenannte Ferroptose, die Reaktion mit Eisen. Da spielt Vitamin C eben auch eine wichtige Rolle. Wir brauchen Forschung zu diesem Thema. Wir müssen verstehen, wie Substanzen funktionieren, auch miteinander interagieren, zum Wohle der Patienten. Ich bin auch weiterhin auf der Suche nach neuen Substanzen, die neben altbewährten wie Vitamin C den Krebspatienten wirklich helfen können und diese ergänzen. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund? Herzlich, Ihr Dr. Reinhard Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.